Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schatz, ich baue ein Haus. Dieses Mal geht es um das Thema Ölfarbe. Alles von der Praxis bis zur Theorie. Viel Spaß! Ja, und es geht nicht nur um Ölfarbe, es geht sogar um den VIP-Bonus, den wir uns heute gönnen. Ja, ihr dürft mir danken. Wir haben es geschafft, den Ralf von Osmo ranzubekommen. Also wenn du dir jemanden wünschen dürftest, der dich über das Thema Ölfarbe für die Behandlung von Holzflächen im Außenbereich aufzuklären, dann würdest du den Ralf wünschen. Ach, wir haben ihn ranbekommen, bin ich total stolz drauf und danke nochmal ganz, ganz herzlich an Osmo und natürlich den Ralf, dass das möglich gemacht worden ist. Bevor wir aber da reinsteigen, möchte ich hier ein paar Dinge zu sagen. Also zunächst einmal ganz allgemein, wie ihr in diesem Video sehen werdet, aber ich fasse euch das jetzt mal kurz zusammen. Wenn man Holzflächen im Außenbereich behandeln möchte, dann gibt es drei Möglichkeiten. Ölfarbe, wasserbasiertes Farbsystem und lösungsmittelbasiertes Farbsystem. Und die Ölfarbe stellt zu den anderen beiden einen erheblichen Unterschied dar. Und zwar ist es so, dass die Ölfarbe diffusionsoffen ist. Hat einen ganz niedrigen SD-Wert von 0,1, glaube ich. Das heißt also, Wasser, das durch die Farbe in das Holz eindringt, kann wieder herausdiffundieren. Und Wasser, das sich noch im Holz drin befindet, kann sich auch herausbewegen. Ja, also wenn du jetzt ein Holz hast, was nicht völlig getrocknet ist, es wird warm, die Sonne knallt drauf, das Wasser will raus. Durch eine Ölfarbe kann es durch. Bei einem Lack ist das was anderes. Und das ist wahrscheinlich auch einer der beiden ganz, ganz wichtigen Gründe, weshalb Ralf ganz klar auf Ölfarbe setzt, wenn es um die Behandlung von Holz im Außenbereich geht. Der zweite total praktische Punkt ist, jede Holzfläche im Außenbereich muss unterhalten werden. Das heißt, sie muss aufgefrischt werden. Du kannst das nicht für 100 Jahre machen. Und dieses Auffrischen ist besonders praktisch bei Ölfarben, weil du musst einfach nur wieder drüber streichen. Du machst einmal sauber, streichst wieder drüber, kannst gegebenenfalls sogar nur das Öl nehmen, weil die Pigmente bleiben. Das Öl wird dem Ganzen wieder den frischen Glanz geben, weil das ist der Teil, der mit der Zeit durch die Witterung verschwindet. Und dieser Ölteil, da kannst du ruhig mal über ein Stück Metall, was da ist, oder so drüber streichen, das stört überhaupt nicht. Das heißt, du kannst ruckzuck mal an einem Nachmittag so eine Fläche wieder schön herstellen und musst nicht groß abkleben und dergleichen. Wohingegen? Bei einem Lack, da musst du schleifen, da musst du schön anschleifen. Da sind diese Risse, die dadurch entstanden sind, das Ganze, was abgeblättert ist und so weiter. Das ist alles zu behandeln, ist ein Riesenaufwand, größer als beim ersten Mal, wenn du streichst, um das Ganze wieder herzustellen. Das ist der große Vorteil von Ölfarben und ihr werdet sehen in diesem Video, warum Ralf die so schätzt und ich mittlerweile übrigens auch. In diesem Video werden wir zunächst einmal ganz grundsätzlich über das Thema Ölfarbe sprechen und in diesem Zusammenhang auch über die Firma Osmo. Wie sind die überhaupt zu diesem Gedanken gekommen? Ich meine, Osmo ist so ein großer Name, da macht schon Spaß mal zu wissen, was steht denn eigentlich dahinter? Und dann in einem zweiten Schritt, und in diesem ersten werden wir auch so ein bisschen mit den besagten anderen Systemen uns beschäftigen, dann geht es an die Praxis. Und zwar haben wir hier in diesem Video das Thema Dachüberstand. Und zwar die Verschalung des Dachüberstandes. Jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, du bist doch noch gerade mitten im Rohbau in den Videos. Jetzt schon Dachüberstand? Habe ich irgendwas verpasst? Nein, du hast nichts verpasst. Es ist einfach nur so, dass ich mit Ralf einfach ein so leichtes Videoschneiden hatte, weil ich habe einfach nur drauf gehalten. Der Kerl hat die Infos rausgehauen, das ist alles nur so gekommen. Das war echt geil. Und das war so easy zu schneiden. Da habe ich gesagt, hey komm, schneid sie das schnell. Keine Sorge, alle Videos zu den Themen, die bis zu diesem Dachüberstand jetzt noch nicht besprochen werden, warten natürlich, geschnitten zu werden und veröffentlicht zu werden. Und sie werden veröffentlicht. Keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. So werde ich auch diesen Dachüberstand erst sehr viel später erklären. Warum, wieso und wie. Aber das Thema Farbe, das hätten wir denn schon mal geklärt und sicherlich für viele von euch schon jetzt sehr, sehr hilfreich. Ansonsten nehmt euch einen Kaffee, ein paar Chips oder Banane, was auch immer, denn das wird ein ziemlich umfangreiches Video. Wir reden hier von einer Stunde Video. Und für diejenigen, die sagen, ach, ich will jetzt Unterhaltung, ich will lachen und so weiter, ist nicht das Richtige. Nicht, dass der Ralf nicht super unterhaltsam wäre, aber hier geht es um ganz, ganz viele praxisbezogene Tipps und Erklärungen zu Grundsätzen der Farbsysteme. Das heißt also, wenn du vorhast, ein Projekt im Außenbereich zu realisieren, sei es eine Hausfassade, sei es Gartenmöbel, ein Zaun, eine
Balustrade oder was auch immer, dann schau dir dieses Video an. Du wirst so viele Tipps bekommen. Und wenn du noch keine große Erfahrung beim Anstrich von Holzflächen im Außenbereich hast, dann bist du danach um ein ganzes Stück weiter. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Und wie gesagt, freue mich total, dass der Ralf hier bei uns im Kanal ist. Und damit sage ich Film ab. So Leute, heute gibt's mal ein VIP auf dem Kanal. Ihr dürft euch später bei mir bedanken, dass ich euch den rangeholt habe. Und zwar haben wir hier Ralf von Oslo. Ralf, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Fabian. Ja, wunderbar. Schön, dich zu sehen. Ja, sehr schön. Also, wer Ralf von Osmo kennt, der weiß, zum Thema Farbe kannst du auf YouTube niemanden Besseres finden. Und ich bin richtig stolz, dass wir ihn hier auf unseren Kanal bekommen haben. Und Osmo ist ja nun nicht irgendjemand. Und insofern, Ralf, erzähl uns doch mal ganz kurz, wer ist Osmo? Ja, Firma Osmo, ansässig in Warendorf und Münster. Das sind die beiden Stammwerke. In Warendorf wird gehobelt, da werden Bretter gehobelt und da ist der Hauptsitz die Verwaltung und in Münster ist das Farbenwerk und heute geht es ja hier um Farbe für die Dachuntersichten und alle Farben werden komplett in Münster hergestellt, das heißt jeder Pott Osmo Farbe kommt aus Münster und nirgendwo anders her. Ach. Ja, genau. Ach, ihr seid noch nicht auf China umgestellt? Nein, natürlich nicht. Ach, natürlich. Cool. Alles wird komplett in Münster gefertigt. Wichtig ist immer für Leute zu wissen, wir haben eine eigene Bindemitteltechnologie. Das heißt, die Bindemittel, die wir einsetzen, nämlich natürliche Öle, werden auch, kommen aus der Ölmühle, natürlich klar, aber werden bei uns aufbereitet, verkocht und für die Farben eingestellt und nirgendwo anders. Ach, und sag mal, für mich klingt Osmo so nach, ich weiß nicht, warum mich vom Image her damit verbindet, dass ihr irgendwas, dass ihr besonders holzaffin seid. Jetzt sagtest du gerade, ihr hobelt. Erzähl mal ganz kurz was zur Geschichte. Haben mit dem Hobeln angefangen. Ach. Und dann ist man irgendwann auf die Idee gekommen, okay Mensch, wir könnten doch auch noch da Farbe aufbringen. Und ist damals schon durch die Welt gereist, vor ungefähr 60 Jahren. Mhm. Und hat mal geguckt, was gibt's auf dem Markt überhaupt. Und da ist man damals schon, hat Langzeitversuche gemacht, drauf gekommen, zu sagen, dass wenn ich mit einem Öl Holz streiche, ist das eigentlich das Beste, was ich mit einem Stück Holz machen kann, wenn ich es für den Außenbereich verwenden will. Okay. Da stand damals noch gar nicht so der ökologische Gedanke im Vordergrund, interessierte ja vor 60 Jahren keinen, sind wir mal ganz ehrlich. Interessant, ihr habt es also aus der Funktionalität heraus absolut so entschlossen. Genau. Und seinerzeit ist man dann in Amerika fündig geworden, hat in Amerika eine Farbe gefunden, die man dann eingesetzt hat und irgendwann hat man dann gesagt, okay, pass mal auf, das gucken wir uns mal genauer an und das können wir auch selber. Und so ist dann Osmo Color entstanden und dann hat man über einen langen Zeitraum auch wieder mit Langzeitversuchen diese, ich sag mal klassisch, jeder kennt eine Landhausfarbe, jeder kennt eine Holzschutzölasur, das sind die ersten Farben, die da entwickelt wurden und dann ging es weiter. Die Entwicklung steht ja nicht still und so geht es dann immer weiter. Eigentlich fast ausschließlich immer alles auf Naturölbasis, weil es immer noch das Beste ist, was ich im Stück Holz machen kann. Also wenn ihr sagt Ölfarbe, meint ihr damit dann, ist das dann mit Naturöl gemacht oder? Also das Bindemittel Öl bedeutet, ich nenne mal ein Beispiel, in der Landhausfarbe ist ein großer Teil Sonnenblumenöl drin. Das sind die Öle, die wir einsetzen. Aha. Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Safloröl. Das sind so die Öle, Rapsöl, die wir da einsetzen, wenn wir über eine Ölfarbe oder ein Bindemittelöl sprechen. Ja? Dann kommen natürlich noch irgendwie ein paar Trockenstoffe dazu, dann kommen Pigmente dazu. Klar, bei einer Landhausfarbe haben wir einen deckenden Anstrich, also brauchen wir Pigmente. Die Pigmente, die drin sind, sind auch alle auf Naturbasis, das heißt natürliche Minerale, Eisenoxid rot, Eisenoxid gelb. Alle Pigmente, die drin sind, könnte ich auch zum Einfärben von Lebensmitteln einsetzen, zum Beispiel. Okay. Ja? Und jetzt muss ich mal was gestehen. Ich habe keinen blassen Schimmer von Farbe. Deswegen bin ich auch nicht einfach losgegangen, sondern habe mir gesagt, hey, da holen wir uns doch mal den Profi der Profis. Und kannst du mal ganz kurz sagen, was ist denn der Unterschied zwischen einer Ölfarbe und einer Lasur? Oder ist das gar kein Unterschied? Kann eine Ölfarbe auch eine Lasur sein? Absolut, ganz genau. Also, wir müssen immer unterscheiden über das Bindemittel. Das Bindemittel bezeichnet immer das Farbsystem. Wenn wir als Bindemittel ein Polyurethan haben, dann ist das ein PU-Lack.
Ja, da ist das Bindemittel Polyurethan. Ja. So, und bei uns ist das Bindemittel ein natürliches Öl. Also ist das eine Ölfarbe. Und dann spielt es keine Rolle, ob das eine deckende Farbe ist, wie zum Beispiel die Landhausfarbe oder die Ölfarbe. Ja. Oder ob es die Holzschutzöllasur ist, die genau das gleiche Öl, ein bisschen anders aufbereitet, beinhaltet, aber einfach weniger Pigmente und dadurch dann transparent erscheint und nicht deckend streicht. Aha. Ja, also ob man jetzt sagt Farbe oder Lasur, hat überhaupt noch nichts mit dem Bindemittel zu tun, sondern entscheidet erstmal nur darüber, habe ich eine deckende Farbe, einen deckenden Anstrich auf der gleichen Naturölbasis oder einen lasierenden Anstrich, wo die Holzstruktur noch durchscheint, auf der gleichen Basis. Das ist die Definition von Lasur, dass man noch was durchsieht. Richtig, genau. Ja, eine Lasur kann farblos sein oder die kann leicht farbig eingestellt sein, so dass man sagt, da sind Pigmente drauf, damit ich einen UV-Schutz habe. Aber ich sehe trotzdem noch die Maserung des Holzes und sehe noch Äste und alles das, was es so natürlich macht. Ich weiß nicht, wie peinlich es ist, dass ich das nicht weiß, aber ich habe jetzt etwas dazugelernt. Das ist überhaupt nicht peinlich, weil diese Fragen kriegen wir tagtäglich gestellt. Okay. Genau. Gut, super. Und jetzt nochmal eine Frage zum Sortiment. Wir wollen ja jetzt heute ein sehr spezifisches Thema klären. Insofern allzu sehr brauchen wir uns an der Stelle nicht damit auseinandersetzen, aber vielleicht einfach, weil es mich auch interessiert, was kriegt man bei euch so, was für eine Palette habt ihr, was für Probleme könnt ihr lösen mit eurer Palette? Kann man das kurz gefasst erzählen? Also ich sage mal, im Innenbereich, wir haben auf der letzten Messe auf der Lignan, das werden wir in Nürnberg auf der Holzhandwerk auch wieder vorstellen, einen kompletten Raum, eine komplette Raumsituation dargestellt, mit einer Küche drin, mit einem Fußboden, mit einem Esstisch, mit einer Wandverkleidung, mit einer Decke, mit einer Zimmertür. Unten Außenbereich mit einer Terrasse, Pergola, Gartenbänke. Im Innenbereich, ich sage immer so, wir können von A wie Anrichte bis Z wie Zimmertür alles machen. Wir können alles mit unseren Produkten abdecken. Okay, also wenn man Farbe liebt, dann geht man zu euch, man kriegt für jedes Problem eine Lösung. Auf jeden Fall. Ja, überall, immer da, wo es um Oberfläche geht, ob im Innen- oder Außenbereich, haben wir eine Lösung. Okay, pass auf, jetzt habe ich eine ganz spannende Frage. Die nämlich umfragt, hätte ich gar nicht gedacht, dass unser Gespräch in die Richtung geht, aber jetzt stelle ich sie einfach mal. Ich mag Holz, aber ich mag nicht die Unbeständigkeit von Holz, wenn es der Witterung ausgesetzt ist. Ich habe keinen Bock, nach 10 Jahren wieder von vorne anzufangen. Jetzt wäre mal meine Frage. Ganz ehrlich, wenn man sagen würde, hier, wir stehen ja auf dem Balkon und man würde hier einen Teil des Geländers, das ja hier irgendwann nötig sein wird, man würde das mit Holz realisieren. Man muss grundsätzlich natürlich obendrauf irgendeinen Schutz machen, dass nicht das Wasser draufsteht und so weiter. Davon reden wir jetzt mal nicht. Aber wenn man jetzt einfach mal die Regeln der Kunst anwendet, hast du eine Farbe, mit der du sagen kannst, wenn du das Ding draufpackst und alle x Jahre streichst, dann hält das ewig? Ja, im Prinzip schon. Alle Farben unterliegen einem gewissen Pflegeintervall. Mhm. Und dann kommt es so ein bisschen auf das Bindemittel an, ob ich jetzt ein Acrylat, also eine wasserbasierte Farbe einsetze oder eine Ölfarbe einsetze. Wie gehe ich damit um? Wie oft muss ich nachstreichen? Wie tickt so eine Farbe? Ja. Kann man das ganz grob einordnen? Acrylat, Ölfarbe kann man sagen, Acrylat nicht so haltbar. Und Ölfarbe haltbarer? Nee, erstmal nicht. Aha, so also ist es, nicht. Es ist different. Also bei einer wasserbasierten Farbe, bei einer Lackfarbe im Allgemeinen, ob das jetzt Polyurethan... Ganz kurz, Lack, definier mal ganz kurz Lack, bitte. Ja, Lack bezeichnet das Bindemittel. Das heißt, das kann, wie gesagt, ein Acrylat, eine wasserbasierte Farbe sein, Polyurethan, Polyester, das sind alles Lacke. Ja, ja? Im Gegensatz zu, was wäre... Ölfarben. Aha, okay, ja? Verstehe. So, es geht immer drum, wie offenporig sind wir. Am Ende geht es immer drum, wie offenporig sind wir. Ach. Und du hast bei Lacksystemen, ja, da gibt es auch sogenannte Venti-Lacke, die sagen, wir sind offenporig. Da geht es drum, man sagt immer so landläufig, das Holz muss atmen. Holz atmet nicht, das ist Quatsch. Es geht darum, dass Feuchteaustausch stattfinden kann. Holz ist immer bestrebt, Wasser aufzunehmen und wieder abzugeben. Und wir müssen es schaffen, dass das Wasser, der Wasserdampf, der im Holz, in der Holzzelle, in dem Holzzellwand sitzt, wieder raus kann. Das ist das Wichtigste und Entscheidendste überhaupt. Schön erklärt. Damit das leuchtet ein. Ja, wenn ich jetzt ein Acrylat als Bindemittel habe,
dann schafft es die Farbe nicht in das Holz einzudringen, sondern liegt oben drauf. Ja. Und dann habe ich zwar erstmal eine Schicht oben drauf, die wirklich echt was kann, die beständig ist gegen Wetter, sag ich mal, im Allgemeinen. Ja. Da sind viele Pigmente drin, die ist beständig gegen Sonnenlicht, gegen UV-Strahlen, die ist gegen freiem Wasser, Hagel, Schnee, allem beständig. Macht auf Dauer das Arbeiten des Holzes aber nicht so mit. Die wird irgendwann spröde und dann gibt es Mikrorisse in der Oberfläche, ja, und dann kann Wasser einziehen und zieht dann hinter der Farbe im Holz weiter und die Luftfeuchtigkeit ändert sich, die relative Luftfeuchtigkeit ändert sich, Feuchtigkeit will wieder raus, kann aber nicht und dann platzt die Farbe ab und dann blättert die Farbe ab. Kann man sagen, im Gegensatz zu dem, was ich bislang gedacht habe, aber nach deiner Erklärung scheint mir das ziemlich einleuchtend, dass der Feind der Farbe nicht nur von außen lauert, sondern dann auch von innen? Ja, wir haben ja Luftfeuchtigkeit und wie gesagt, Holz ist ein Material, was immer bestrebt ist und immer das macht, immer so lange wie es existent ist, nimmt es Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Immer abhängig von der relativen Luftfeuchtigkeit. Ja. So, jetzt kommen wir dann auf eine Ölfarbe. Anderes System, Öl zieht tief ins Holz ein, das schafft nur ein Öl, verankert sich im Holz und an der Oberfläche bleibt eine sehr dünne Öl-Pigment-Schicht mit noch leichten Wachsanteilen drin, die mir dann erstmal einen Schutz von außen gibt, aber auch einen Schutz von innen. Und eine Ölfarbe ist immer absolut offenporig. Ja? Wir reden da im Fachbereich über SD-Werte. Der, ja, SD-Wert gibt an, wie wasserdampfdurchlässig ist ein Bauteil. Haben wir hier im Kanal schon besprochen. Genau, gegenüber einem Meter stehender Luft. Genau. Ja, oder so. Ja. Und es ist ja wichtig, auch im modernen Holzrahmenbau heute, dass wir jedes Bauteil um den Faktor 10 offenporiger haben als das letzte, damit wir die Feuchtigkeit, die in der Wand entsteht, nach außen abtransportieren können. Aha. So. Die Regel höre ich auch zum ersten Mal. Ja, und also ich habe mich immer auf Rechner gestützt, aber ja, interessant. Ja, so, und wenn wir dann einen Holzrahmenbau oder irgendein anderes Bauteil mit Holz verkleidet haben und streichen das, haben wir über die Farbe nichts weiter als ein weiteres Bauteil. Mhm. Und wenn dieses Bauteil nicht offenporig ist, ist in dem Augenblick der feuchte Austausch gestoppt und die Feuchtigkeit kann nicht rausdiffundieren und bleibt in der Wand. Und was dann passiert, können wir uns alle vorstellen. Ja. So, und bei der Ölfarbe ist es so, ich nenne mal ein Beispiel, wir reden über SD-Werte, bei der Landhausfarbe haben wir einen SD-Wert von 0,01. Hm. Ja? Sehr, sehr. Alles, was unter 1 ist, gilt als offenporig. Ja. Ja? So, das heißt, es ist eine absolut offenporige Farbe, wo wirklich Feuchtigkeitsaustausch stattfinden kann. Und deswegen wird eine Ölfarbe nie abblättern und abschuppen, wenn die auch irgendwann mal ein wenig nachlässt über die Bewitterung. Kannst du mal genauer definieren, was ist dieser Prozess des Nachlassens? Du siehst, ich kratze an der, mhm, an der Frage, was kann ich einer Farbe zumuten? Mhm. Du hast uns jetzt einen wirklich interessanten Aspekt gegeben. So, es ist ja auch so, ganz allgemein, je härter das Material, desto brüchiger. Und hier verstehe ich die Farbe, wenn je dichter sie ist, desto anfälliger ist sie dann auch für Imperfektionen und die ja zwangsläufig durch das Arbeiten des Holzes darunter. Kannst du uns mal erklären, was bedeutet bei einer Farbe und insbesondere Ölfarbe das Nachlassen? Mhm. Und daraus vielleicht so ein bisschen auch ankündigen, mit welcher Frequenz man wie nacharbeiten muss. Mhm. Du kannst dir vorstellen, wir kriegen immer und immer wieder die Frage gestellt, so wenn ich jetzt mit der Osmo Landhausfarbe oder mit der Ölfarbe streiche, wie lange hält sie denn? Ja. Da gebe ich immer als Antwort, ich kenne das Wetter nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Was aber wichtig zu wissen ist, eine Ölfarbe ist erstmal, ja, bleibt elastischer, macht das Arbeiten des Holzes mit und das dauerhaft, weil sie so eingestellt ist. Was passiert, warum lässt die im Laufe der Bewitterung nach? Ein Öl wittert erodierend ab. Das, mhm, heißt, da findet ganz klassisch eine Erosion statt. Die Farbe wäscht sich ab. So, mhm, das Öl wird im Laufe der Bewitterung ein bisschen, das Bindemittel Öl wird im Laufe der Bewitterung ein wenig abgebaut. Mhm. So, dieser Prozess geht schleichend, da kann man nicht sagen, so ab einem Jahr geht das los oder ab 4 Jahren geht das los. Ja. Das hängt wirklich mit der Bewitterung. Ja.
zusammen. Mhm. Südwestseite in unseren Breiten ist die Hauptwetterseite. Mhm. Wenn ich da keinen Dachüberstand habe und habe eine Fassade, dann kann es sein, wenn die mit einer Landhausfarbe gestrichen ist, dass ich anfange nach 4-5 Jahren, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, ich streiche die mal wieder nach. Aber das ist immer eine Größenordnung. Also es musst du jetzt nicht alle 2 Jahre machen, sondern alle 4-5 Jahre bei einer starken Bewitterung. Genau, muss man sehen. Wenn ich an der Nord- oder Ostseite bin, wo ja so gut wie keine Bewitterung stattfindet, da kann es sein, dass ich 15 Jahre nicht streichen muss. Okay. Ja? So, jetzt reden wir ja hier bei dir heute über Dachuntersichten. Ja. Ich sag mal, wenn ich mir das angucke, auch an den Giebel oder an den Traufseiten, da findet keine Bewitterung statt. Ja. Ja, da wirst du sicherlich, ich sag mal, die nächsten 15 Jahre nicht dran müssen. Verstanden. Weil, ja, Wetter findet überall statt, aber Bewitterung ist ja nochmal was anderes. Eine direkte Bewitterung, immer wieder Schlagregen und immer direkte Sonne und Hagel. Wind ist auch ein nicht zu unterschätzendes Thema. Auch Wind trägt zur Erosion dabei. So. Ach, das ist interessant. Erzähl ganz kurz mal. Das heißt also, die Tatsache, dass die Luft rankommt, da findet eine Oxidation oder was ist das? Oxidation findet statt ganz am Anfang, weil wir für die Trocknung eines Öls immer Sauerstoff brauchen. Das oxidiert. Ja. Das ist die Trocknung. Das ist ein chemischer Prozess. Ja. Nichts anderes. Ja. So. Ja. Dafür brauchen wir immer viel Sauerstoff. Das mal als Tipp, auch wenn man unsere Farben im Innenbereich verwendet, Luft dran. Luft. Für den chemischen Prozess? Ja, für die Trocknung. Genau, dafür brauchen wir Sauerstoff. Gut. Jetzt ist Wind nicht der größte Faktor, was die Erosion angeht, aber ist auch ein Teil. Irgendwie wird die Oberfläche durch UV-Strahlung, Feuchtigkeit immer so ein bisschen angegriffen. Und der Wind erzeugt nicht nur Druck, sondern auch Sog und kann auch ein bisschen von der Farbe mal mitnehmen, logischerweise. Okay, so. Ja, interessant. Jetzt ist es so, das muss man einfach irgendwie so ein bisschen beobachten. Und wenn man sieht, dass, wenn wir zum Beispiel eine sehr dunkle Farbe haben, ich sag mal das Nordisch Rot, das Schwedenrot oder ein dunkles Grün, dann wird es dazu kommen, durch diese Erosion, dass die Farbe im Laufe der Zeit so ein bisschen verblasst. Wir nennen das Auskreiden. Jeder schon mal gehört, eine Farbe kreidet aus. Ja. Was passiert da? Das Öl, das Bindemittel wird abgebaut und die Pigmente liegen frei an der Oberfläche und sind nicht mehr im Öl gebunden und haben ihre Brillanz verloren. Ja. Da gehe ich mit ein bisschen Öl wieder drüber und die Farbe sieht wieder aus wie neu, einwandfrei. So, das ist das, was da passiert. Das sagt noch nichts darüber aus, dass das Farbsystem nicht mehr funktioniert und nicht mehr existent ist, weil wir ja ganz viel Öl auch im Holz haben. Ja? Aber das ist ein guter Indikator dafür zu sagen, okay, um den Anstrich in Ordnung zu halten, ist das dann der Zeitpunkt, wo man mal wieder nachstreichen sollte. So, jetzt kommt wieder Benefit von der Ölfarbe. Ja. Bei Lackfarben, Acrylatfarben, Polyurethan, weiß ich nicht, was für Bindemittelfarben, muss ich immer anschleifen, wenn ich einen Renovierungsanstrich vornehme, damit ich wieder eine Haftung kriege zum letztmaligen Anstrich. Ja. Ja, und da sage ich immer, wir brauchen einen tragfähigen Untergrund. Ja. Bei der Ölfarbe, einmal damit gestrichen, habe ich nie wieder was mit Schleifen zu tun. Das heißt, die Oberfläche sauber machen, weil wir den Dreck, der da drauf sitzt, nicht mit einarbeiten wollen. Klar. Die wasche ich ab, die Oberfläche, und dann streiche ich da einfach wieder drüber. Verstanden. Ja, Riesenvorteil nochmal von der Ölfarbe. Also, was für mich so die Horrorvorstellung ist, ist ein Dachüberstand, der abblättert. Das ist so für mich so quasi das Zeichen eines nicht liebevoll instand gehaltenen Hauses. Würde das quasi dann gar nicht passieren, weil die Farbe blättert ja nicht. Nein. Würdest du grundsätzlich sagen, Dachüberstände immer mit Ölfarbe? Gibt es Fälle, wo du sagst, nee, das ist nicht das Richtige, da sollte man doch dann ein Acrylat oder so? Bist du ja falsch, wenn jemand fragt, aber... Nee, gar nicht, weil wir haben ja auch Wasserfarben im Programm. Okay. Ja, wir haben auch eine Polymerdispersion, das ist die Garten- und Fassadenfarbe, auch eine tolle Farbe, ein anderes System. Ja. Das ist... Ja, eine Frage, wie will ich damit umgehen? Ja, ich will ja möglichst. Wie affin bin ich dafür? Es ist ein Stück weit eine Farbe der Philosophie. Eine Frage der Philosophie. Ja, aber warte mal. Für mich, ich bin Pragmatist. Ja, also du wirst bei mir sehr wenig Gedanke so finden. Ach, ich muss das Zeug trinken können. Nur das kommt auf mein Holz oder so. Bin ich
bin ich weit von entfernt, ja. Sondern für mich ist es einfach Pragmatismus, was funktioniert gut, was ist nicht schädlich für die Umwelt, selbstverständlich, und für die Gesundheit. Mhm. Und da höre ich jetzt raus, für diesen Fall Dachüberstand, nimm Öl, weil wenn du nachstreichen musst, brauchst du nicht alles wieder runterreißen, sondern kannst theoretisch vielleicht sogar aus den Fenstern von unten ein bisschen Öl drauf machen, und du tust der Fläche, gibst du wieder ein bisschen Brillanz, ein bisschen Schutz wieder. Genau. Und das ist also dann wirklich, also da kann man fast die Regel sagen, Dachüberstand, Öl. Ich würde es immer machen, ich kann es nur empfehlen, ja. Weil es einfach vom, wenn man jetzt rein pragmatisch das sieht, ist das ganz klar der Vorteil. Alleine schon, wer hat denn Lust, wenn wir jetzt einen Dachüberstand haben, mit Dachuntersicht, mit Profilbrettern, wer hat denn Lust, die alle zu schleifen? Erstmal. Ja. Also erstmal muss ich auch die sauber machen. Dann muss ich sie anschleifen und dann noch streichen. Das heißt, ich habe drei Arbeitsgänge. Ja. So, bei einer Ölfarbe, ja, eben sauber machen muss ich es auch, haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Weil auch an der Dachuntersicht sitzt Blütenstaub und weiß ich nicht, Feinstaub, okay, alles drauf. Okay. Das wollen wir runter haben. Aber ansonsten streiche ich da einfach eben drüber und muss nicht in die Ritzen und in die Ecken mit dem Schleifpapier und alles gründlich anschleifen und so weiter. Ja, und es wird dir auch nie abblättern und abschuppen. Das ist ja auch für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde das entsetzlich. Ja? Holzflächen, die so abblättern, das ist für mich der Inbegriff für lieblos. Und ich will aber auch nicht jedes Jahr anfangen, meine Flächen da wieder neu. Das war super bereichernd. Jetzt, warte, es kam mir gerade noch eine ganz andere Frage. Ja, als Steppke habe ich mal ein Boot gebaut, ein kleines Modellboot. Und das habe ich aus einem Stück geschnitzt. Und dann habe ich das gestrichen. Und ich weiß noch, wie mein Vater meinte, jetzt musst du einmal streichen, dann schleifen, dann nochmal streichen, dann nochmal schleifen, weil jedes Mal die Fasern quasi sich anheben und nach dem x-ten Mal schleifen, dann wird kaum noch sich was bewegen, dann ist es wirklich, dann sind die Holzfasern still. Das war immer etwas auch, wo ich gesagt habe, boah, was für eine Arbeit beim Streichen. Wie verhält sich das beim Öl? Bei der Ölfarbe im Außenbereich haben wir von Anfang an mit Schleifen nichts zu tun, weil beim Öl stellen sich die Fasern nicht auf. Das heißt, das habe ich nur bei einer Dispersionsfarbe? Oder bei einem Lack, bei einem wasserbasierten Anstrich stellen sich, klar, bei einem Wasser stellen sich die Fasern auf, das kennen wir alle. Und dann muss ich immer einmal, wenn ich eine vernünftige Oberfläche schaffen will, natürlich eben einen Zwischenschliff machen. Den brauche ich am Anfang für die Haftung sicherlich noch nicht, aber um eine vernünftige glatte Oberfläche zu schaffen, und je glatter eine Oberfläche ist, je einfacher ist sie in der Wartung, in der Unterhaltung, je einfacher, je sauberer bleibt die Oberfläche. Können wir uns alle vorstellen, weil weniger anhaftet. Und bei einem Öl ist es so, einmal, wir sagen immer bei unseren Farbsystemen, zweimal dünn streichen, und du hast mit Schleifen nichts zu tun. Du streichst einmal dünn, lässt es trocknen, streichst nochmal dünn und bist fertig damit. Brauchst nur den einen Pott Farbe, brauchst keine Grundierung. Du redest jetzt von Ölfarbe oder grundsätzlich Farbe? Ölfarbe. Ölfarbe. Das heißt also, wenn du sagst, bei Öl muss man nicht streichen, dann meinst du das auch so? Schleifen, genau. Ja, das meine ich auch so. Okay. Also im Innenbereich sieht das ein bisschen anders aus, wenn wir über Möbeloberflächen reden oder so. Da würde ich dann, dafür haben wir andere Produkte, da würde ich immer, ich bin Tischler, ich muss immer einmal schleifen. Ja. Auch da brauchen wir für die Haftung keinen Zwischenschliff, aber da reden wir nochmal über andere Oberflächen, da findet immer ein Schleifen statt. Okay. Im Außenbereich haben wir damit nichts zu tun. Wenn ich so die Bretter da sehe bei deiner Dachuntersicht, ja, die sind glatt gehobelt. Ja. Das ist ja vollkommen ausreichend. Die werden zweimal mit der Ölfarbe dünn gestrichen und dann sind wir damit fertig. Kannst du ganz kurz erklären, du sagst, du hast dich wiederholt, dünn streichen. Mhm. Was wäre der Fehler bei dick streichen? Es trocknet nicht. Aha. Ja, es ist nicht förderlich. Wir brauchen je Anstrich, sagen wir mal, 35 bis 40 Milliliter auf einen Quadratmeter. Das ist wahrlich nicht viel. Ja. Bei einer Lackfarbe, um das mal wieder dem gegenüberzustellen, reden wir sicherlich über 100, 120 Gramm auf einen Quadratmeter. Oder Milliliter, kommt jetzt ungefähr das Gleiche. So, das ist einfach dem Bindemittel Öl geschuldet. Und das ist dem geschuldet, wie wir die Farben aufbereiten, weil wir die Pigmente auf Mikrogröße zermahlen und deswegen dann bei so einem geringen Verbrauch so eine hohe Deckkraft haben und so eine hohe Reichweite haben. Weißt du was? Weißt du, wofür ich dir sehr dankbar wäre?
wenn du uns gleich mal zeigen würdest, wie ein erster Anstrich, ich habe ja irgendwo einen Holzabfall, dass du uns mal zeigst, wie ein dünner Anstrich, weil 40 Gramm, keine Ahnung, wie viel das ist, das wäre echt mal schick. Ich meine, man kann es in deinen Videos zwar sehen, aber dann hätten wir das hier ganz rund. Genau, können wir gerne machen. So, das war das Thema, also echt spannend, also weil ich auch, ich muss gestehen, so ein bisschen Vorurteil gegen Öl habe ich schon. So ein bisschen, ja, das ist halt, das ist für die Ökos, aber ja, also wenn du es hardcore willst, dann nimmst du halt eine richtige Dispersionsfarbe und dann weißt du, was du hast. Und da sagst du, nee, da irrst du dich total. Das sind ganz unterschiedliche Prinzipien, wie man herangeht. Genau. Kannst du denn jetzt einfach mal zur Verteidigung der Dispersionsfarben uns sagen, wann Öl nicht geeignet ist und wann man eher die anderen Farben nehmen sollte? Nein. Also, okay, er bleibt hart. Also, nein, wir haben ja auch eine, die Garten- und Fassadenfarbe ist eine Farbe im Außenbereich auf Wasserbasis, sogenannte Polymerdispersion. Das ist auch eine super gute Farbe. Die Frage ist, viele Leute wollen, können mit der Ölphilosophie, so nenne ich es mal, nichts anfangen. Ja, aber sagen, du merkst, dass es bei mir auch so ist. Ja, ne? Ich bin auch so ein bisschen. Ach, das ist mir egal. Hauptsache, das trocknet schnell und dann bin ich schnell damit fertig. Bei der Wasserfarbe, das ist gar nicht so mein Denken. Mein Denken ist es Haltbarkeit. Und ich dachte mir, Öl, da muss man das richtig, das muss auf der Hand so sein, dass du sagst, es geht nicht mehr ab. Aber es ist ein Gefühl so. Aber du argumentierst sehr gut für das Gegenteil. Also es gibt viele Leute, die sagen, ich habe damit nichts zu tun, das ist mir egal. Ich will eine Farbe, wo ich erstmal 7-8 Jahre Ruhe habe, wo ich nicht drüber gucken muss. Ja. Ja. Und solange funktioniert so ein Acrylat auch sicherlich, so ein Lackanstrich, alles gut. Weil der diesen Zeitpunkt sicherlich das Arbeiten des Holzes auch gut mitmacht, bevor der mal anfängt zu versprühen. Das heißt, ich habe erstmal einen Farbaufbau, der richtig was kann, überhaupt keine Frage. Verstanden. Ja, auch in der Bewitterung ist die Wartung zunächst mal, oder die Unterhaltspflege nenne ich es mal, zunächst mal vielleicht ein bisschen einfacher. Aber dann, wenn ich dann mal wieder ein Renovierungsrecht vornehmen will, dann wird es halt aufwendig. Now we talk. Dann wird es aufwendig. Jetzt verstehe ich. Ja? Also so, und dann habe ich irgendwann, komme ich immer in das Problem, dass sie anfängt abzublättern. Das heißt, ich kann noch so schön da wieder drüber streichen. Und das, was ich drüber gestrichen habe, fällt mir aber mit der alten Farbe wieder runter. Und dann bin ich an dem Punkt, wo alles runter muss und ich mache einen Neuaufbau. Verstanden. Ja. Sehr interessant. Und das wird jetzt, beim Öl jetzt nicht haben passen. Wir, also ich fasse es jetzt mal zusammen, weil das wirklich für mich dieses Urteil gegenüber, und ich würde fast sagen Vorurteil gegenüber ölbasierten Farben jetzt klargestellt hat. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen, wie ich es verstanden habe. Du hast mit dem Lack einfach ein erstes Ergebnis, was eine festere Oberfläche, was eine wirklich schnelles Decken, was schnell trocknet und wo du wirklich sagst, boah, sieht einfach schön künstlich aus. So, das kriegst du hin. Hast aber dann gleichzeitig das Problem, dass diese doch sehr mit der Zeit immer unflexibler werdende Farbe ihre zu Anfang tollen Vorteile dann zum Negativen werden, weil du kriegst das Zeug nicht mehr runter. Ja. Der nächste Anstrich, der hält eben auf diesem Teil, was aber dann von innen heraus gestört ist, zwar gut, aber das innen heraus, das Problem besteht. Das heißt, du musst grundsätzlich damit rechnen, dass wenn du auf diese Art und Weise arbeitest, hast du für 5, 6, 7, 8 Jahre Ruhe und dann ist es Drama. Mhm. Wohingegen bei Öl wirst du wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit wieder mal ran müssen. Sagen wir jetzt mal pessimistisch, kann man das so sagen? Pessimistisch, eine Hälfte der Zeit. Ja. Und dann hast du aber, das ist dann Nachmittag und die Sache ist gegessen. Genau, eben einmal drüber streichen. Einmal drüber streichen und es könnte es eigentlich theoretisch auch etwas sein ohne Pigmente, dass man einfach nur Öl drauf backt, warum auch immer man das wollte. Ja. Okay, es geht also darum, den Ölanteil wieder zurückzugeben. Bitte nicht mit irgendeinem Öl. Aha, okay. Weil die auch wenn es die natürlichen Öle sind, die wir in den Farben haben, siehe Sonnenblumenöl, die sind ja aufbereitet. Okay. Ja, und es macht keinen Sinn, einfach vom Discounter ein Sonnenblumenöl zu nehmen und das in unsere Farbe reinzugeben. Bitte macht das nicht. Okay. Wir erleben das täglich. Okay, verstanden. Gut, in Ordnung. Das war ein kleiner Disclaimer. Also, pass auf. Das war jetzt hochspannend.
das habe ich mir so gar nicht gedacht, dass du dir auch so bereit bist, auf solche Fragen einzugehen, weil das ja echt jetzt hochspezifisch ist. Und jetzt machen wir einen zweiten Teil aus deinem Besuch. Wir ziehen jetzt echt den letzten Saft raus aus dem Ralf. Und zwar geht es an unser Thema, der Dachüberstand. So, hier haben wir jetzt unseren Dachüberstand. Ich zeige es euch mal kurz etwas im Detail. So, wir haben jetzt hier, was ist das? Fichte, Tanne, keine Ahnung, wahrscheinlich Fichte. Jetzt hätte ich mal eine erste Frage, Ralf. Diese Fläche, die macht mir jetzt einen sehr glatten Eindruck. Sie spiegelt sogar an manchen Stellen. Jetzt frage ich mich, kann das Öl da korrekt eindringen? Muss ich die so ein bisschen vorsichtig anschleifen, damit das Öl gut penetrieren kann? Oder muss ich mir da keine Sorgen machen? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist auch im Innenbereich bei den Tischlern immer noch so in den Köpfen drin. Wenn ich mit dem Öl arbeite, kann ich nicht so fein schleifen, weil dann kriege ich das Öl nicht mehr ins Holz rein. Das ist ein Märchen. Das ist totaler Blödsinn. Also sauber streichen, das Öl zieht von alleine in das Holz ein. Okay. Ja, wenn ich das mit einem Pinsel vertreibe, ja, da massiere ich so ein bisschen das natürlich auch noch ein. Das ist aber marginal, das fällt im Prinzip nicht ins Gewicht. Also okay. Das Öl zieht von alleine ins Holz ein und das ist ja eine gehobelte Oberfläche, die du da hast bei diesen Brettern, und die ist so, wie sie ist, eigentlich immer vollkommen in Ordnung. Wenn die sauber gehobelt ist, brauchst du sie nicht schleifen und kannst sie so verwenden. Super, sehr schön. Also, dann würde ich jetzt Folgendes vorschlagen. Man munkelt, du hättest ein paar Überraschungen im Auto. Dann folge ich dir jetzt mal und wir gucken mal, was du mitgebracht hast. Genau. Okay? Auf geht's. So, was hast du denn Schönes mitgebracht? Ja, einmal über das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich die Ölfarbe. In diesem Fall, weil du ja Dachuntersichten streichen willst, erkläre ich gleich noch näher, nämlich die Ölfarbe und nicht die Landhausfarbe. Mhm. Warum, erklären wir gleich noch. Okay, super. Dann habe ich dir hier noch ein bisschen Werkzeug mitgebracht. Oh, wunderbar, das Material, damit wir hier richtig loslegen können. Genau. Sehr und, schön. Da ist ein Streichset drin. Hier haben wir nochmal das Rollo-Streichset, was du dann brauchen wirst. Okay. Sehr schön. Auf geht's zur Baustelle. So, ja, also passt auf, Leute. Ich will euch jetzt ganz kurz sagen, was wir hier gemacht haben. Wir haben uns entschieden für ein Grau und das sollte so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ich bin mal gespannt, ob wir das richtig getroffen haben. Aber ich sehe hier schon, das Grau, boah, das passt aber 100 Pro. Das ist ein Ticken dunkler. Das ist genau das, was wir wollten. Weil wir wollen, dass der Dachüberstand so ein bisschen in den Hintergrund tritt, dass er nicht so sehr hervorleuchtet. Ne? So, und jetzt, als erstes hatten wir uns für Landhausfarbe entschieden. Und ich hatte gefragt, hey, was ist denn das Richtige? Was würdet ihr empfehlen? Da hast du gesagt, nee, Landhausfarbe ist nicht das Passendste hier. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Also mit der Landhausfarbe könnt ihr nach wie vor alle Projekte in eurem Außenbereich streichen, damit verwirklichen, eine super Farbe. Lässt sich von jedem, auch der wenig Erfahrung hat, ganz, ganz einfach bei jedem Wetter verarbeiten und ist wirklich eine sehr, sehr dankbare Farbe. Zwei dünne Anstriche, dann ist sie deckend und damit ist es fertig. Hier haben wir die Situation, dass wir die Dachuntersicht streichen wollen. Ja. Und deswegen haben wir uns in der Beratung für die Ölfarbe entschieden. Ja. Der erste Grund ist, dass die Ölfarbe thixotrop eingestellt ist. Die ist etwas dickflüssiger als die Landhausfarbe. Aha. Wir wollen ja nicht, wenn wir da die Dachuntersicht streichen, uns den Ärmel zubinden und einen Südwester auf den Kopf setzen, damit uns die Farbe nicht in den Nacken tropft. Verstehe. Weil die Landhausfarbe ist schön geschmeidig und schön dünnflüssig, damit man sie wirklich ganz, ganz gut verarbeiten kann und ganz einfach. Gut. An der Dachuntersicht macht es das nicht einfacher, weil die halt so dünn ist. Okay. So, ich werde jetzt in meinem Fall die Bretter abmontieren, weil ich sie auch von oben machen möchte. Das heißt aber, mit der kann ich trotzdem daran arbeiten. Absolut. Total. Gut, wunderbar. Genau. Super, erzähl weiter. Ja, also die Ölfarbe ist tropf- und spritzgehemmt eingestellt, ein bisschen thixotrop, ein bisschen dickflüssiger. Ja. Die hat einen bioziden Wirkstoff da drin, im Gegensatz zur Landhausfarbe. Damit, das ist wichtig. Damit wir an der Oberfläche keinen Algen- und Pilzbefall bekommen. Wunderbar. Ja, weil wir da ja nicht wieder dran kommen. Sehr gut. Ja, oder nur mit großem Aufwand Gerüst bauen oder Hubsteiger oder so. Und deswegen wollen wir damit nichts zu tun haben. Und deswegen haben wir
in der Ölfarbe einen biozidischen Wirkstoff drin, ein Filmschutz für die Oberfläche. Ich bin jetzt ein bisschen verwundert, weil Landhausfarbe ist doch auch Ölfarbe. Warum heißt eine Landhausfarbe ist Ölfarbe und die andere heißt nur Ölfarbe? Also die Landhausfarbe, den Begriff gibt es ja schon irgendwie seit, ich weiß es nicht genau, 40 Jahren oder so. Okay, ich habe keinen blassen Schimmer insofern. Ja, jedes Kind muss einen Namen haben und man hat sie damals Landhausfarbe genannt. Okay. So, dann gab es dieses neue Farbsystem, seinerzeit als reine Profifarbe gedacht, musste einen Namen haben und da es eine Ölfarbe ist, haben wir sie Ölfarbe genannt. Verstanden. Ja, wir nennen unser Hartwachsöl Hartwachsöl und nicht irgendwie... Okay, gut. Dann fasse ich jetzt den Unterschied nach meinem Verständnis zusammen. Du korrigierst bitte. Beides ist ölbasierend. Die hier ist etwas dickflüssiger und spritzt und fließt nicht so, damit man auch mal über Kopf was machen kann. Und sie hat auch gleichzeitig einen bioziden Anteil, sodass also Algen und Moos und so weiter sich nicht so leicht da bilden können. Ansonsten selbes Prinzip. Ja. Andere Mischung, klar, verstanden, aber das Prinzip ist dasselbe. Genau. Könnte ich sogar sagen, später mal auf eine Landhausfarbe das drauf machen oder andersrum, oder sollte man das nicht machen? Spielt überhaupt keine Rolle. Verstanden. Kann man machen. Gut, okay, super. Ne, du kannst also auf beide Farbsysteme jeweils die andere draufstreichen. Und wenn ich jetzt im Außenbereich etwas mit Ölfarbe behandeln möchte, zum Beispiel sagen wir eine Brüstung oder ich weiß nicht, eine Bank, einen Tisch oder so, würdest du eher zu der Ölfarbe tendieren oder würdest du eher zu der Landhausfarbe? Also Banktisch ist das, wo wir von essen, wo wir drauf sitzen, auch mal mit einer kurzen Hose, wo wir uns drauf abstützen. Da gehört ein Biozid, wie wir es hier drin haben, nicht hin. Und da bitte wird die Landhausfarbe genommen und nichts anderes. Verstanden. Gut. Dann würde ich jetzt für mich abspeichern, sobald es nicht in Berührung kommt mit Menschen, hat man da nochmal einen Vorteil, dass es geschützt wird mit dem Biozid. Ansonsten Landhausfarbe. Genau. Noch ein weiterer Vorteil. Hier als früher mal reine Profifarbe konzipiert, die trocknet schneller. Die ist anders eingestellt von der Trocknung. Landhausfarbe braucht so, sagen wir mal, 10 Stunden, 12 Stunden zur Trocknung. Ja. Die ist in 6 Stunden trocken, sodass ich an einem Tag 2 Anstriche machen kann. Aber das ist kein Muss. Super, verstanden. So, jetzt wollen wir uns mal angucken, wie sie aussieht. Genau. Wichtig bei jeder Farbe, wir haben hier auf jedem Deckel eigentlich immer draufstehen, gut umrühren und gut auftragen. Ja, ganz, ganz, ganz wichtige Faktoren für jede Farbe. Nicht osmospezifisch, gilt für jede andere Farbe auf. Bitte den Pott nicht nur zweimal schütteln, sondern rührt sie immer gründlich auf. Ich habe das schon so oft gesagt, wir sagen das 1000 Mal. Und es wird immer wieder falsch gemacht. Und es wird immer wieder falsch gemacht. Okay. Die häufigsten vermeintlichen Reklamationen, die wir haben, dass eine Farbe nicht vernünftig aufgerührt wurde. Könntest du mal eine Hand, weißt du, es gibt ja so Leute, die rühren dann 10 Minuten lang. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht nötig. Wie machst du als Profi, wie weißt du, wie viel du rühren musst? Wir haben in jeder Farbe bestimmte Festkörper drin. Beim Öl ist es so, bei einer Ölfarbe ist es so, das werden wir gleich auch sehen, wenn wir die hier aufmachen, dann schwimmt oben das Öl und die Pigmente sind schwerer und da sind ja noch Wachse drin, da sind noch Mattierungsmittel drin, die setzen sich unten auf dem Dosenboden fest. Ja. Und ich sag mal, bei der Holzschutzöler so, bei der Landhausfarbe sehe ich das ganz krass, ich rühre um und mache den Bodensatz los. Und nehme dann ab und zu mal den Rührstab raus und guck mir den an. Und wenn da noch unten Klumpen oder was Dickes dran sitzt, dann habe ich noch nicht genug gerührt. Verstanden. Wenn das weg ist und wir das ganz homogen haben, dann ist es genug gerührt. Ich kann da keinen Faktor Zeit nennen. Nee, Moment. Da hast du jetzt sehr gut erklärt, wenn am Bodenkratzen nichts mehr da ist und die Farbe einheitlich ist, dann ist gut. Genau. Und wenn an dem Rührholz auch unten, ich zeige das gleich, nichts mehr dran klebt. Ja. Und das auch weg ist schon vom Rühren. Dann ist alles homogen verrührt und dann passt es. So, okay. Wichtig ist schon das Aufmachen der Dose. Nehmt nicht euren dünnen Stromprüfer aus der Tasche und macht damit die Dose auf. Das ist nicht so häufig. Ihr macht damit den Deckel kaputt. Okay. Und wenn ihr sie lagern, wegstellen wollt, weil ihr nicht alles auch mal braucht, dann ist der Deckel kaputt, die Dose ist nicht mehr dicht. Mach das nicht. Nimm ein vernünftiges Werkzeug dafür. Gut. Für dich Was empfiehlst ich, du? Für dich habe ich unseren schicken Dosenöffner mitgebracht. Wow, sehr schick. Wunderbar. Ja, und dann vorsichtig aufmachen, damit fängt es schon an. Ja. So, jetzt guck mal da rein. Die ist durch die Autofahrt natürlich ein bisschen umgerührt. Schön. So, und jetzt
Schönes Grau. Genau, was ihr wollt. Siehst du, dass sie relativ dick ist. Alter Verwalter. Das wird sich jetzt noch ändern, wenn wir die aufrühren. Ja, aber beeindruckend. Aber beeindruckend, jetzt, da ist ja richtig Material jetzt drin. Siehst du, hier oben ist Öl. Ja. Und ja. Unten wird es dicker. Mhm. So, jetzt das wollen wir miterleben hier. So, jetzt mutet das so ein bisschen klumpig und wabbelig an. Ja. Und ich muss wirklich unten auch diesen Bodensatz losrühren. Okay. Mach mal ruhig so lange, bis du das Gefühl hast, es ist gut. Das wird dann auch für unsere Nutzer ein Indikator sein, wo die sagen, okay, so lange. Weil das kannst du aus dem Text heraus nie so ganz begreifen. Ah, da sieht man auch, da sind jetzt, ich weiß nicht, ob man das über die Kamera sieht, da sind noch farbliche Unterschiede. Das ist eine schöne Farbe. Hat Bock, das zu trinken. Aha, jetzt so langsam. Jetzt merke ich schon Unterschied. Aber du machst weiter. Okay. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, du rührst erst einen Moment über den Boden, löst quasi den Boden und dann rührst du nach oben, um es nach oben hin zu verteilen. Du machst beide Bewegungen nacheinander. Verstanden. Was man natürlich auch machen kann, es gibt diese schönen Geräte für den Akkuschrauber. Ja. Spricht nichts dagegen. Bisschen vorsichtig. Aber ganz ehrlich, es ist eine Schweinerei. Ja. Du musst es jedes Mal saubern, du verlierst jedes Mal Farbe. Genau. Also klar sind solche Rührer hochpraktisch, wenn du Speis anrühren wirst und so, aber jetzt bei einer Farbe finde ich das Unsinn. So, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen, dass ich sage, okay, ich spüre auch unten auf dem Boden nichts mehr, was irgendwo festklebt. Ja. Und wenn ich jetzt noch mal gucke, da sind keine Schlieren mehr drin, die unterschiedlich sind. Ja. Und wenn ich den jetzt mal rausziehe, das läuft schön gleichmäßig ab. So, und unten am Rührholz ist auch nicht irgendwie noch was Dickes dran. Ja. Das ist alles in sich verrührt und so soll es aussehen. Okay, super. Jetzt holen wir uns mal ein Stück Holz. So, Leute. Jetzt, dass der Ralf hier bei uns mal einen Streichversuch hat, das ist ja echt geil. So, es fängt schon an mit dem richtigen Werkzeug. Nehmt entweder einen Flächenstreicher oder eine Rolle, die zeige ich gleich noch, wenn es dann an die Dachuntersicht geht. Ja. Nehmt bitte kein Billigwerkzeug, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich kann nur ein vernünftiges Ergebnis erzielen mit einem vernünftigen Werkzeug. So, manchmal ist ja billig trotzdem gut. Was ist an diesem Teil gut? Erzähl mal. Der hat eine dicht gebundene Borste und man sieht, dass die Borste hier aufgespleißt ist am End. Das heißt, damit kriege ich dann auch ein ganz feines Ergebnis. Aufgespleißt, ich sehe das hier so, wir haben das jetzt gerade in der Sonne. Das heißt, die Borsten sind am Ende irgendwie so aufgeraut. Das meinst du damit, ja? Genau, die haben einen Spliss. Aha. Das sieht man jetzt in der Kamera nicht so gut. Hier sieht man es. Wenn du von vorne vorguckst, dann siehst du, dass sie ja hellgrau sind. Tatsache. Ja, jetzt sehe ich es. Jetzt sieht es gut. Okay. Nie aufgefallen. Ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht habe ich noch nie so einen Pinsel in der Hand gehabt. Ist eine synthetische Borste. Spielt im Prinzip keine Rolle. Ihr könnt auch natürlich eine Naturborste nehmen. Ja. Wir haben diese synthetische Borste, weil sie für alle Farben funktioniert. Wenn man eine Naturborste hat, kann man damit nur Ölfarben streichen. Keine Wasserfarben, weil dann die Borste aufquillt. Okay. Aber grundsätzlich gilt, nehmt einen vernünftigen, dicht gebundenen Pinsel, Flächenstreicher. Der darf ruhig 15, 20 Euro kosten. Das ist überhaupt kein Problem. Gut. Ja, also es macht keinen Sinn, aus dem Discounter für 2,95 einen Pinsel zu nehmen. Der verliert Haare, der hält keine Farbe. Mit dem kriege ich kein Ergebnis hin. Der hält keine Farbe. Das ist ja interessant. Ja. Okay. So, und dann, wichtig ist, nicht den Pinsel bis unten eintauchen, sondern wir streichen ja mit den Spitzen. Und mehr tauchen wir auch nicht ein. Okay. Verstanden. Nur mit der Spitze machst du es. Und ich merke auch... Ich zeig dir gleich noch ein anderes Werkzeug. Ich merke auch, du machst einen gewissen Druck auf den Pinsel. Du lässt nicht nur die Farbe drauf, sondern du drückst auch so ein bisschen
machst so ein bisschen, das ist mir schon bei den Videos von Osmo aufgefallen, dass du irgendwie Kraft anwendest. Sehe ich das richtig? Ja, ich will sie ja vernünftig gleichmäßig verschlichten. Auch wenn ich jetzt das nicht mache, dann habe ich da mal ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Und ich will sie ja schön gleichmäßig dünn aufbringen. So, jetzt sieht man, glaube ich, ganz gut hier, was ich mit dünnen Streichen meine. Mhm. Wir haben hier einen deckenden Anstrich. Ja. Der ist beim ersten Mal noch nicht deckend. Und das ist auch okay so. Ja. Ja, der muss beim ersten Mal noch nicht deckend sein. Ja. So dünn bitte beim ersten Mal streichen. Da darf die Maserung noch so eben durchscheinen. Verstanden. Und dann ist das okay. Dann haben wir ungefähr 35 Milliliter auf dem Quadratmeter und das ist vollkommen ausreichend. Beim okay. zweiten Mal, ich streiche jetzt mal noch mal eine Stelle ein bisschen dicker, damit wir sehen, wie es dann beim zweiten Mal aussieht. Oh, das geht flux. Das geht ja ruckzuck. Tatsache, so, jetzt ist es deckend. Beim zweiten Mal haben wir dann den deckenden Anstrich, auch wieder mit ungefähr 40 Milliliter. Also viel mehr ist es dann auch nicht. Und dann haben wir den deckenden Anstrich. Okay. Und das Schöne ist ja auch bei einer Ölfarbe, dass wir nicht, dass erstens packen wir es nicht in eine Plastiktüte ein, zweitens bleibt die Struktur des Holzes noch zu erkennen. Aha. Wir können da nicht mehr durchgucken, wir haben einen deckenden Anstrich, ja. aber die Struktur des Holzes bleibt zu erkennen. Ich sehe immer noch, ich habe da wirklich ein Stück Holz. Verstehe, verstehe. Oh. Also wir haben uns hoffentlich nicht zum letzten Mal im Leben gesehen. Jetzt pass auf. Mehrere Fragen. Erstens, wann sollte ich die zweite... Ne, erstmal, am besten ist wahrscheinlich draußen im Außenbereich das zu machen. Ich habe nur das Problem, halt, dann ist man ein Insekt, das da drauf geht und so weiter. Obwohl bei einer Ölfarbe das vielleicht nicht ganz so schlimm ist. Ja, also auch die Frage kriegen wir häufiger gestellt. Was macht man denn dagegen, wenn ich jetzt eine Fassade streiche? Kann ich es ja nicht drin machen. Ja. Und streiche mit der Landhausfarbe weiß. Schön meine Bretter oder meinen Gartenzaun ja. weiß und dann kommen Insekten und setzen sich da rein. Ja, ist so. Ist Natur. Gut, genau. Verstanden? Das war die erste Frage. Die zweite Frage ist, wann sollte ich den zweiten Anstrich bringen? Wenn der erste trocken ist. Und wie merke ich das, ob er trocken ist? Indem ich sie anfasse und mal wirklich so fest da drauf. Ja. Ja. Okay. Und dann habe ich nichts mehr an den Fingern und dann ist die trocken. Okay. Ja, oder mal mit dem Daumen. Gut. Ich sag mal so, da drüber. Gut. Und dann, gut. wenn ich dann nichts anhaft, dann wunderbar. Kann ich davon ausgehen, dass sie trocken wunderbar. Ist. Wunderbar, wunderbar. Und ich kann völlig nachvollziehen, dass du sagst, also im Winter bei 5 Grad dauert länger als im Sommer bei 35 Grad. Genau. Aber kannst du mal so eine Richtgröße, sollte man nach einer Viertelstunde mit dem Daumen ankommen Nein. oder erst nach 5 Stunden oder nach 10 Stunden? Also jetzt bei der, ich rede jetzt von der Ölfarbe jetzt. Bei der Ölfarbe, die ist in der Regel bei der Norm, bei dem Normklima 20 Grad, 50% Luftfeuchtigkeit, ist die in 6 Stunden trocken. Gut, das ist doch mal eine Größenordnung. Ja. Super, das war die erste Frage. Die nächste Frage, die sich mir sofort stellt, dieser schöne Pinsel, wie kriegt man den jetzt ordentlich sauber? Ja, mit einem Pinselreiniger. Ja. Auch der heißt bei uns wieder einfach so Pinselreiniger, ja. weil er dafür da ist. Es ist einfach ein Lösemittel. Ja. Es macht keinen Sinn, Öl mit Wasser auszuwaschen. Das funktioniert nicht, okay. logischerweise. Gut. Daran kann ich übrigens auch immer schon ganz gut erkennen, ob ich es denn überhaupt mit einer Ölfarbe zu tun habe. Mal auf dem Gebinde lesen, Reinigung der Arbeitsgeräte, wenn da drauf steht, mit Wasser auswaschen, dann ist da ein Tropfen Öl drin und mehr nicht. Verstanden. Ja, und Ölfarbe, der Begriff ist nicht geschützt. So, also, genau, da kann man schon dran erkennen, wie viel Öl da drin ist. Bei uns ist nur Öl drin und nichts anderes. Also, mit Pinselreiniger zunächst mal gründlich auswaschen, mhm. dann anschließend nehme ich mir eine Waschmittellauge. Einfach ein Vollwaschmittel, lauwarmes Wasser ein bisschen da rein, wasch den da nochmal mit aus. Weil das das Öl löst? Weil es noch den Rest mal nochmal da rausholt. Und dann nochmal mit fließend Wasser lauwarm auswaschen, damit ich die Lauge da wieder raus habe. Und dann hänge ich ihn zum Trocknen auf und dann habe ich einen tiptop gereinigten Pinsel. Okay. Super, dann hätten wir das auch geklärt. Und jetzt hattest du von der Rolle erzählt. Wollen wir uns das auch mal anschauen? Ich bringe mal ein anderes Stück Holz. Mhm. So, und den Ralf hast du ja nicht alle Tage bei. Insofern lass uns mal gucken, wie das mit der Rolle funktioniert. Genau, also für dich, für diese Situation optimal. Das Roll- und Streichset beinhaltet alles, was du dafür brauchst. Wie man sieht, wir haben wieder einen guten Pinsel da drin, der gleiche, den wir eben schon hatten. Ja. Dann ist ein Rollenhalter da drin. Und eine
und das ist wichtig, kurzflorige Mikrofaserrolle. Ja. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir nicht mit einer Lammfellrolle oder auch bitte nicht mit diesen Lackrollen, mit diesen Schaumstoffrollen arbeiten. Aha. Sondern immer kein Schaumstoff. Gut. Kurzflorige Mikrofaserrolle. Die kurz, was sagst du? Kurzflorig. Also der Flor hier ist sehr kurz. Ah, verstehe. Ja. Ja. Kurzflorige Mikrofaserrolle, bitte verwendet nur die, weil ihr damit ein sauberes, vernünftiges Anstechergebnis hinkriegt. Und das gilt für alle unsere Farben. Ja? Okay, das heißt also, das ist die Rolle für alle Zwecke. Genau. Pinsel brauchen wir immer irgendwie dabei, weil wir immer irgendwie Ecken und Kanten haben. Das meiste machen wir jetzt gleich mit der Rolle. Was noch ein nettes Gimmick ist, wir haben hier diese Wanneneinleger da drin. Okay. Das heißt... Dann bleibt das immer sauber. Ich habe wirklich immer eine saubere Wanne. Ach, schön. Und die kann ich dann im 10er-Pack nachkaufen und gut, muss nicht immer das ganze Set wieder ersetzen. Coole Idee. Und muss nicht wieder Lösemittel verschwenden, um irgendwas sauber zu kriegen, sondern das lasse ich trocknen, wenn ich fertig bin, und tue es einfach in den Sack und dann ist gut. Okay. Könnte man theoretisch auch, einfach um ein bisschen zu sparen, mit einer angetrockneten Farbe nochmal, also diesen Einsatz dann nochmal für ein zweites Mal verwenden? Von oder? Mir aus, ja, wenn die wirklich trocken ist und wenn es das gleiche Farbsystem ist, das ist wichtig. Ja. Ja, dann gehe ich damit, das ist kein Problem. Also wir sind ja auch versuchen, immer nachhaltig unterwegs zu sein, und das ist ein Riesenthema und das ist auch ein wichtiges Thema, das gut, ganze Zubehör. Deswegen sage ich ja auch immer, nehmt einen guten Pinsel, wo es sich lohnt, den auszuwaschen, das ist auch ein Stück Nachhaltigkeit. Ganz okay, genau. Gut. So, wir nehmen jetzt mal einen von den Wanneneinlegern, tun den da rein, den Rest tun wir beiseite. Würdest du jetzt schon wieder nachrühren? Oder? Brauchen wir bei der Farbe jetzt nicht. Okay. Ne? Wir haben die vorhin umgerührt, die ist wirklich noch homogen in Ordnung, diese Farbe. Ja, wenn ich jetzt die 2 Stunden stehen habe, dann rühre ich sie noch mal eben wieder um, aber okay, nicht mehr so. Aber nicht nach einer Viertelstunde. Nein, nicht nach einer Viertelstunde passiert das. Gut. So, wunderbar. Auch hier verschwenden wir jetzt keine Farbe. Den stellen wir jetzt nicht einfach so weg, sondern die kann ich ja schon gebrauchen. Mhm. Okay. Ja, und dann, so, jetzt haben wir ja im Prinzip, wenn wir das neu haben, die Rolle vernünftig gleichmäßig rundherum benetzen. Ja. Ja, ich ziehe mir hier so ein bisschen Farbe hoch, ich zeige es nochmal. Ja. Zeig mal von der anderen Seite nochmal. Geht es ein bisschen was hoch? Ja, ziehe die ein bisschen hoch, besetze die Rolle rundherum gleichmäßig und dann rolle ich ab und rolle hier wirklich aus. Und das ist ausreichend. Okay. So, also du hast jetzt richtig ausgewrungen, ja, würde ich jetzt sagen. Ja, genau. Okay, du lässt also gar nicht Fett drauf und das dann irgendwie... Okay. So, wir werden ja das hätte ich jetzt falsch gemacht. Wir werden jetzt sehen, wir haben ja hier ein Brett, was so ungefähr... Ja, das ist 4 Meter lang. 4 Meter lang ist, genau. Und dann gucken wir jetzt mal, wie weit wir denn damit kommen. Na, bin ich gespannt. Ja, mit der einen Rolle Farbe. Jetzt bringen wir erstmal was auf. Alter! Jetzt bin ich aber erstaunt. Ach, Wahnsinn. Aber jetzt bin ich echt erstaunt. Das ist ein bisschen Dreck drin in der Rolle, deswegen hört sich so komisch an. Da ist ein Spänchen, genau. So. Mhm. Jetzt mal was ganz anderes. Das ist ja Wahnsinn, wie schnell das geht. Mit der Rolle, absolut, genau. Das ist ja jetzt echt irre, wie schnell das geht mit dem Streichen. Mit der Farbe. Na gut, vielleicht einfach, weil du es kannst. Das kriegst du genauso schnell hin mit ein bisschen Übung, wenn du das 2-3 Mal gemacht hast. Also was machst du denn? Du bringst die Farbe auf, damit du sie erstmal gleichmäßig verteilst, und dann rollst du nochmal hinterher
um sie nochmal an Stellen, wo zu viel ist, wegzunehmen und woanders hinzubringen. Und dadurch massierst du sie. Du hast jetzt diese verdammte Seite mit einer Rolle. Ja, jetzt bin ich baff. Jetzt bin ich echt baff. So, da fehlt mir jetzt noch ein Tropfen. Den habe ich da noch. Und dann, so, das ist das, was wir dünn streichen meinen, was beim ersten Mal vollkommen aussieht. Alter, geiles Resultat. Ey, das sieht richtig schön aus. Ja, sehr schön. So, und geh bitte nicht hin und sag, okay, ich gehe jetzt mit der Rolle noch ein zweites Mal da drüber, nochmal vielleicht mit ein bisschen mehr und dann habe ich es ja mit einmal deckend. Nein, ja, nein. Das, die Versuchung ist groß, aber ja, nein. Ja, die Versuchung ist groß und das wird häufig so gemacht. Mach das bitte nicht. Gut. Weil, so, zwei Dinge passieren. Erstens, es dauert ewig, bis es trocknet, weil wir ja eine Oxidation haben und dann trocknet es oben an und wir kriegen unten den Sauerstoff nicht mehr rein. Gut. So, also für die Trocknung brauchen wir einen dünnen Anstrich. Gut. Und wir brauchen auch nicht mehr. So, so kann es schnell bis unten durchoxidieren und durchtrocknen und ist dann wirklich in der angegebenen Zeit in den 6 Stunden trocken. Und ich kann dann zweites Mal streichen. Gut. Das Zweite, was dazu kommt. Darf ich eine Zwischenfrage, ganz kurz. Sonne, gut oder nicht beim Trocknen? Ist mir egal. Sauerstoff. Das heißt, wenn ich die jetzt hier in die Sonne lege, ist das völlig in Ordnung. Das ist nicht schlecht jetzt in die pralle Sonne. Nein. Okay. Das ist mir egal, weil ja, Wärme hilft ein bisschen. Viel entscheidender ist frischer Sauerstoff. Nee, aber es könnte ja sein, dass du sagst, Vorsicht, keine Sonne beim Trocknen oder so. Kann ich ja, wenn ich an der Fassade irgendwo unterwegs bin. Könntest du nicht, aber du könntest ja sagen, nee, besser Schatten, wenn man es nicht vermeiden kann, dann eben Sonne. Und du sagst, das ist völlig egal. Also, wir haben ja hier eine Ölfarbe. Und der Vorteil ist ja, dass ich auch bei hohen Temperaturen das eine lange offene Zeit habe. Das ist ja trotzdem lange geschmeidig und ich kann es schön vertreiben und ausarbeiten. Das geht nicht mit einer Wasserfarbe. Ist nicht wie mit Wasser, verstanden. Also bei einer Wasserfarbe bei 30 Grad brauche ich nicht anfangen, weil da trocknet mir der Pinsel an der Fassade schon fest. Die ist zu schnell, die trocknet zu schnell. Die offene Zeit ist einfach nicht da und die habe ich hier, weil das Öl ja so geschmeidig ist. Weitere Frage. Du siehst, ich habe ja jetzt hier Kanten und es geht mir ja nicht nur um die Sicht von unten, dass das dann alles von unten hier, damit das dann alles schön wird. Sondern es geht mir ja auch darum, das Holz zu schützen. Ja. Also werde ich es von allen Seiten. Ja. Ich habe aber hier 4 Seiten. Mhm. Ich habe ja jetzt hier die große, unten die große und dann die beiden Ecken. Ja. Wie würdest du das jetzt einfach mal technisch, nicht technisch, sondern vom Ablauf her, wie würdest du es machen? Würdest du sagen, erst die eine Seite, dann die andere Seite, dann die Ecken oder eine kleine Seite oder wie würdest du vorgehen? Also, allseitig einmal streichen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Auch wenn wir dann Dachuntersicht haben, auf der anderen Seite Feuchtigkeit, ja. Tau und so weiter, ja. Der sich da bildet. Ja. Das heißt, wir müssen jedes Bauteil, was wir streichen, einmal zumindest rundherum allseitig streichen. Ganz wichtig. Gut. Und erst dann verbauen. Ja. Ich kann dann nach dem Verbauen den zweiten Anstrich machen, damit ich eventuell Schadstellen oder Schraubenlöcher nochmal wieder schließe. Ja. Aber rundherum einmal alles streichen. Und ich würde jetzt, Entschuldigung, einfach so vorgehen, dass ich sage, okay, ich streiche jetzt, fange mir den Kanten meinetwegen an, streiche dann die Fläche, drehe das Brett um, streiche die andere Seite. Weil, ob ich hier auf der Rückseite dann von Böcken oder von Lagerleisten irgendwo mal ein bisschen was eine Stelle sehe, spielt ja gar keine Guter Rolle. Guter Tipp. Ja, bei so wenig Farbe, die da drauf ist, wenn ich jetzt mal hier drauf packe, das ist ja nicht viel. Guter Tipp. So, also wichtig ist, allseitig einmal streichen. Das darf auch von hinten gleichmäßig werden. Ja, ja, ja. Aber ob ich die dann auf Böcke liegen habe und von hinten so ein bisschen, ja, nicht schöne Stellen da drin habe, spielt keine Rolle. Kann ich mit aller Ruhe machen. So, ich kann also das Brett ruhig mit aller Ruhe. Verstanden. Die Sichtseite streiche ich zum Schluss, damit die ordentlich bleibt. Und alles andere ist dann ja zweitrangig, sag ich mal. Nice. Genau. Was ich aber noch sagen wollte, was ganz wichtig ist, warum immer zweimal streichen und zweimal dünn streichen. Erstens dünn, weil wir nicht mehr brauchen und weil dann so eine Farbe auch nicht teuer ist, weil wir so eine unglaubliche Reichweite damit ja haben. Es passiert aber Folgendes. Wir haben unterschiedliche Bereiche im Holz. Ich sag mal, hier um den Ast rum sieht man jetzt schon, dass das anders aussieht, schon deckend, ja. Wie hier auf dem Spiegel zum Beispiel. Ja. Spiegel nennt sich der Teil, der zwischen den Dingsringen ist. Genau. Okay. So, also wir haben ja hier immer Frühholz, Spätholz. Das gibt ja immer einen Jahrring. Ja. Und das Spätholz ist der Spiegel.
Ja, genau. So bezeichnet man das. Da sieht man jetzt, der glänzt mehr. Ja. Da ist es matt und da, genau da, wo das Spätholz ist, der Spiegel, sieht man sehr gut, da glänzt es. Deswegen heißt das auch Spiegel. Da zieht ja jetzt, da zieht mehr Öl ein, tiefer ein, sackt unterschiedlich ab und so haben wir ganz viele unterschiedliche Bereiche im Holz, die unterschiedlich absacken. Und dann gibt es keinen gleichmäßigen Glanzgrad. Und wir wollen ja hinterher trotzdem eine homogene, gleichmäßige Oberfläche haben. Und das schaffen wir erst beim zweiten Mal, nämlich dann, wenn wir zweimal streichen. Und deswegen, genau das ist das, warum ich eben gesagt habe, nicht beim ersten Mal sofort dicker streichen und denken, dann bin ich damit fertig. Ja. Dann wird der Glanzgrad nicht gleichmäßig, weil es unterschiedlich wegsackt. So, jetzt dünn streichen, trocknen lassen. Der Untergrund ist damit abgesperrt, das Öl ist da eingezogen. Und die zweite Schicht, hauchdünn, wieder so Beautifulling. Legen wir oben drauf und kriegen dann das gleichmäßige Finish und den gleichmäßigen Glanzgrad. So, jetzt zwei Fragen. Zum einen, wie ist es mit der Rückseite? Würdest du sagen, der zweite Anstrich gibt der noch mehr Stabilität? Oder sagst du, das ist wirklich nur fürs Auge? Das wäre die erste Frage. Nee, die Rückseite ist nicht fürs Auge, sondern für die Haltbarkeit. Genau. Und sollte man da einen zweiten Anstrich? Nein. Ist nicht nötig? Nein. Da ist einmal Öl drin. Das reicht. Das reicht. Rückseite, was ich nicht sehe, was meinetwegen dann zur Wand hin verbaut ist oder Dachuntersicht, habe ich ja nur die eine Sichtseite. Genau. Und das wird also auch nicht, die Haltbarkeit wird dadurch jetzt nicht verbessert, dass ich dann zweiten Wichtig Anstrich. Ist, rundherum einmal streichen, damit sich das Brett nicht schüsselt. Damit also die Feuchtigkeitsaufnahme von beiden Seiten die gleiche ist. Oho. Ja, genau. Verstehe. Weil wenn ich das jetzt nur von der einen Seite streiche, dann ist ja die Feuchtigkeitsaufnahme auf der Seite, die ich nicht gestrichen habe, größer. Und dann schüsselt sich das Brett. Alter, was man alles denken muss. Und zweite Frage ist, du hast jetzt hier eine gewisse Menge an Farbe und hast Mittagspause. Ja, was macht man? Kann man die da drin lassen? Sollte man die zurückkippen? Ist die für den Müll? Was macht man damit? Also, wenn ich jetzt eine Stunde Mittagspause habe, dann lasse ich die einfach da stehen. Das ist okay. Gut. Ja? Das ist nicht wie bei Wasser, wo dann Hautbildung und so weiter. Die Rolle da rein, dann rolle ich da zweimal drin rum, sage ich mal, dass das wieder ein bisschen flüssiger wird, weil die Ölfarbe im Laufe der Zeit wieder so ein bisschen quarkiger, dickflüssiger wird. Ja. Die muss ein bisschen in Bewegung bleiben. Ach. Aber dann ist alles fein. Ja, und dann kann ich da, ich muss nicht zwischendurch das wieder ausleeren und wieder in den Behälter zurückgeben. Alles gut. Am Ende des Tages bin ich fertig, habe da noch was drin, gebe ich es natürlich in den Pott zurück. Wir haben ein K-Produkt, ein Komponentenprodukt und ich kann es wieder zurückgeben und fertig. Übrigens, wenn ich die Farbe reingegossen habe, eben bitte den Deckel wieder drauf. Ja, damit nicht Verstanden. Vom Bau direkt da reinfällt. Ja. Und da schon... Immer gleich wieder zu. Ja, macht's wieder zu, tut euch den Gefallen. Logisch. Es kippt mal einer an den Eimer an, dann liegt da unten, das wäre zu schade. Dafür ist es zu teuer. Ja? Gut, verstanden. Genau. Den Deckel zumachen, noch ein kleiner Tipp. Diese Rolle hier, wasch die nicht aus, das macht keinen Sinn. Weil die ist nicht so teuer, als dass sich das lohnen würde, die auszuwaschen. Ah, verstehe. Ja? Aber was kann ich damit machen, wenn ich sie länger gebrauchen will? Ich lege sie einfach in Wasser. Dann kommt da keine Luft dran. Da ist ja ein Öl drin, die nimmt kein Wasser auf. Und da kommt aber keine Luft da dran. Und dann nehme ich sie raus und nehme irgendwie ein altes Brett und rolle noch einmal da drüber. Dann habe ich das Wasser, was da anhaftet, weg und arbeite damit weiter. Ach. Noch ein weiterer Tipp, das geht so 14 Tage, ganz gut. Ja. Dann vergessen die meisten ja, das Wasser nachzugucken. Ja. Und dann verdunstet es schon und dann ist es doch irgendwann fertig. Was ich aber auch machen kann, ich schmeiße die Rolle einfach in den Pott Farbe rein und lasse sie da drin liegen. Und wenn ich weiter streiche, dann hole ich sie mir da wieder raus und streiche damit weiter. Ganz einfach. Geile Tipps. Super. Okay. Ja, cool. Ich habe jetzt so richtig Bock zu streichen. Sehr schön. Pass auf, mir gehen die Fragen aus. Ich bin dir wirklich dankbar. Weiß nicht, bei wem deiner Chefs ich mich bedanken muss, dass sie gleich den Oberprofi vorbeigeschickt haben. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Sehr gerne. Ralf,
Man sieht sich spätestens im nächsten Leben. Ich hoffe, ganz bald wieder. Wir haben nämlich noch das ein oder andere Problem hier zu lösen. Ja. Und da wäre dein professioneller Rat interessant. Also, heute haben wir uns ganz spezifisch auf das Thema Dachüberstand und natürlich so eine allgemeine Einführung zu Osmo gegönnt. Und ja, wäre schön, wenn wir dich wieder mal sehen würden. Sehr gerne. Super. Also, Leute, das war Ralf. Wie gesagt, großes Privileg, dass wir den hier erleben durften. Und ich mache jetzt an die Arbeit, um so richtig Bock zu streichen. Bis bald.